Wieso? Kannst du machen. Wieso ist denn das jetzt alles abgekackt hier? So. Da ist halt schon nämlich an. Ich glaube, ich habe das jetzt zweimal angemacht. Was weiß ich? Was weiß ich? So, schließen wir halt nochmal. Da ist es wieder nochmal offen. Jetzt schließen wir jetzt auch nochmal. So, und versuchen wir es nochmal ganz von neu. Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Und noch mal von vorne, komm. Irgendwann schaffen wir es. So. Wie? Warum bin ich denn abgemeldet?
Ja, willkommen zurück zu Siedler 3. Ja, ich würde das abgespeicherte Spiel weiterspielen. Spielstand laden. Ich war hier, glaube ich, bei der 2, ne? Achso, ich habe das Spiel gewonnen, okay. Spiel beenden. Ja, das Spiel braucht immer voll lange, um hochzufahren. Ach, Römische Piraten jetzt habe ich es unter einem übersprungen. starken Anführer namens Flam. Zurück. Und noch einmal. Spiel laden. Ich war jetzt ein bisschen zu schnell. So. Esst, meine Freunde, und trinkt! Trinkt auf die armen Verlierer, Horus und Xiu. Sieht so deine Diät aus? Ja, ein paar Freunde sind zufällig vorbeigekommen. Ja, schon klar. Hier alle raus hier. Nicht Jupiter, ab heute wirst du nur noch mit grünem Salat feiern. Wir sehen uns beim Waldlauf. Bis dahin führe dein Volk gut. Römische Piraten unter einem starken Anführer namens Flavius leben auf einer Insel im Norden. Flavius respektiert unsere Stärke, aber ich glaube nicht, dass er Angst vor uns hat. Und solange Remigius noch lebt, habe ich kein Interesse an einem Zwei-Fronten-Krieg. Ich habe deshalb die Insel zwischen Flavius und mir zur Sicherheitszone erklärt. Dort soll niemand siedeln. Ich würde mich sehr wundern, wenn Flavius sich nicht daran hielte, solange es ihm nützt. Der Feigling Remigius hat sich auf eine Insel im Nordwesten zurückgezogen. Die Ägypter unter Rhamadamses siedeln östlich und unterstützen ihn. Hinter seiner Künstlermaske scheint Rhamadamses ein listiger Fuchs zu sein. Er spielt Römer gegen Römer aus, ohne sich selbst allzu sehr anstrengen zu müssen. Okay, soll jetzt einfach hier die Roten besiegen. Okay, die brauchen jetzt mal ein Boot, das. So, hier brauche ich nur Soldaten in den Twick. Aber erstmal bräuchte ich einen Hafen, ne? Was? Ich will da nicht großartig was umstellen. Soll das so mal bleiben? Werden wir uns jetzt einfach mal so durcharbeiten und dann gucken, was für Rohstoffe fehlen. Ich habe mir jetzt überlegt, die Clips hier auf 40 Minuten, glaube ich, zu begrenzen. Oder 20 Minuten. Ich muss mal gucken, wie ich das zusammenschneide später. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal Anlegeplatz. Nein. Ein Hafen. Eine Werft brauchen wir auch. Anlegestelle, heißt das Anlegestelle hier? Boah, da sieht man wieder, wie lange ich das nicht gespielt habe. Ja, ich bin ein bisschen raus, merke ich gerade. Ich habe das schon länger jetzt nicht mehr gespielt. Einen Monat habe ich letztens geguckt. Ah, letztens geguckt. Vorhin habe ich nachgeschaut, wann ich letztes Mal gespielt habe, das Spiel. Das war am 1. Am 1. Einen Monat her, meine ich. Boah, ich bin voll durcheinander. Ja, bauen wir noch mal so eine Hütte, so eine große, weil die Mannequin brauchen wir, werden wir aber auf jeden Fall brauchen.
dass wir die Rohstoffe hier nach vorne kriegen. Erstmal. Und hier sollte ich auch erstmal so eine Holzhütte bauen. So eine Holzhütte sei schon. So eine Wohnhaussiedlung oder was das ist. Wie heißt das ganz genau? Großes Wohnhaus. Ein großes Wohnhaus. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und direkt hier was zur Verteidigung. Würde ich so ein. Am besten so eine Burg bauen wir mal hier hin. So, eine Anlegestelle brauchen sie ja auch. Die Anlegestelle ist, glaube ich, wichtiger im Moment, Leute. Rohstoffe sehen wir da gleich ein bisschen schlecht aus. Zwei Holz, vier Steine fehlen da. Handelsschiff. Ja, brauchen wir erstmal ein Handelsschiff hier. Wieso kann ich das nicht anklicken? Zurück. Was habe ich jetzt gemacht? Hier ist doch der Baumenü. So.
weiß nicht mehr, wie der ging. Ach, Haus war nicht besetzt. Wieso kann ich denn kein Handelsschiff bauen? Ach so, ja, alles klar. Total vergessen, ey. Die brauchen ja hier so ein Ding. Alles klar. Ne, da werde ich ihn nicht hinstellen. Och mein Gott. Versuch's einmal mit denen hier. Krieg das hier nicht hin. Oder muss ich da erstmal mit der roten Dings da dran kommen? Das kann auch sein. Warte mal. Aber hier, war hier, da soll er einfach ein Land einnehmen. Das könnte natürlich auch daran liegen, jetzt, dass das nicht da mein Gebiet nicht so weit ist. Ich probiere es jetzt mal hier. Hier klappt das. Keine Ahnung, was fehlt denn hier rum? Boah, voll viel Stein und Holz und hier auch. Den brauche ich aber als erstes hier. Yeah.
Die Kamera verrutscht immer, ist doch scheiße. Boah, hier einfach. Ach, die klappt ja noch nicht mal. Zu wenig Platz. Dann erstmal. Das ist ein Kinderspiel, weißt du? Da sollen Kinder da rein. Ah, jetzt hat's geklappt. So, jetzt könnte ich hier ein Handelsschiff bauen. Genau. Hat's doch daran gelegen. Träger gibt's genug. Ich muss das doch alles einmal hier kontrollieren. Ich glaube, ich müsste die Einstellungen nochmal ändern, ne? War auch irgendwie was bei der Einstellung immer falsch.
aber hier überall auch voll. Okay, eigentlich glaube ich nichts falsch machen. Ich habe jetzt alles mal auf voll gestellt. Ich habe hier schon eine Waffenschmiede. Goldschmelzer habe ich hier. Kohlemine. Eisenmine. Ich habe ja auch noch eine Steinbruchhütte. Okay. Läuft jetzt hier auch alles. Der hätte da genug Stangen liegen, ne? 8 Stück, ja. Der braucht ein Eisen, braucht er. Und wie kriege ich jetzt Eisen her? Das ist jetzt die Frage. Problem hatte ich doch letztes Mal schon. Waffenschmiede, Goldschmiede, Sägewerk, Eisenschmelze. Ja, jetzt fehlt uns hier Eisen.